Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Wir, das sind Nicole Engelhardt, Tobias Koch und ich. Und wir machen heute einen Workshop zum Thema Innovationskultur an Hochschulen. Ich freue mich über alle, die da sind. Es sind zum Teil sehr bekannte Gesichter, zum Teil zumindest mittelbekannte Gesichter und auch ein paar neue für mich. Freue mich sehr. Ja, wir sind Nicole Engelhardt, Leiterin der Koordinierungsstelle für E-Learning und Bildungstechnologien an der Fernuniversität in Hagen. Tobias Koch, der das Open Digi Lab an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mitbetreut, und ich, Annabel Bils, Referentin für Hochschulstrategie und Digitalisierung im Rektoratsstab der Fernuni in Hagen. Warum wir uns heute zu diesem Workshop treffen, hat folgenden Hintergrund. Wir sind eine Community Working Group gewesen, die es letztes Jahr im Rahmen des Hochschulforums Digitalisierung gegeben hat. Und wir haben uns mit Innovationskultur beschäftigt. Zu dieser Runde gehörte noch Sabine Schulz, Kanzlerin der Kunsthochschule für Medien in Köln, die heute leider nicht dabei sein kann. Aber wir haben eben im letzten Jahr vor allen Dingen und auch bis Februar 2020 uns versucht, mit dem Thema Innovationskultur zu beschäftigen und haben drei Einrichtungen besucht, und haben versucht, einfach von denen zu lernen und zu gucken, was kann man von denen mitnehmen und dann auf Hochschulen übertragen. Was lässt sich da eventuell auch an Hochschulen durchführen? Das waren alles Institutionen, die sich Namen gemacht hatten, besonders innovativ zu sein. Und ja, ich meine, letzten Endes den Plot-Twist werden alle kennen. Wir hatten uns dann natürlich schön darauf vorbereitet, einen Abschlussworkshop im März zu machen. Und was dann passiert ist, muss ich nicht erzählen. Insofern sind wir froh, dass wir im Rahmen dieser Runde, dieses Festivals, den Workshop zumindest in gestraffter Form und ein bisschen abgespeckt nachholen können. Wir werden euch jetzt im Folgenden einmal zeigen, wo wir unsere Besuche gemacht haben. Und vielleicht können jetzt auch diejenigen, die keinen aktiven Part mehr haben, ihre Kamera wieder ausschalten. Ich habe das Gefühl, wir kommen mal ein bisschen besser mit der Bandbreite zurecht. Genau, ich kann auch gerade leider nicht auf den Chat klicken, deswegen kann ich nicht sehen, ob sich da drin irgendwas getan hat. Es ist bei mir jetzt irgendwie eingefroren. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja unsere Folien. Und da seht ihr als erstes schon mal die Schlagworte, die uns begegnet sind auf unseren Besuchen. Und ihr seht das in drei Wortwolken, was da jeweils die großen Themen gewesen sind. Wir zeigen euch jetzt einmal die drei Institutionen, an denen wir gewesen sind, und gebe an Nicole ab, die anfängt. Genau, gestartet sind wir bei der Firma Sipgate. Sipgate ist ein Telekommunikationsunternehmen in Düsseldorf, und wer sich ein bisschen mit Innovationskultur beschäftigt hat, der läuft unweigerlich oder stolpert unweigerlich über dieses Unternehmen. Erstmal völlig andere Branche als Hochschule, aber wir haben ganz bewusst über den Tellerrand hinausgeguckt und sind dorthin gefahren und haben ein, ich weiß gar nicht mehr, 3 oder 4 Stunden Interview mit einem der ehemaligen Geschäftsführer, der mittlerweile eher so für Ressortstrategie, Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, uns Und unterhalten und kochen. durften da sehr. Wir durften ja kochen. Wir durften da sehr viel tatsächlich an Impulsen von Sipgate mitnehmen. Also ganz kurz zum Hintergrund, standen 2009, 2010 an so einer Schwelle, dass sie ein neues Produkt auf den Markt gebracht haben. Eigentlich lief alles super. Finanzwelt war auch alles gut. Und trotzdem hatten sie das Gefühl, wenn wir so weitermachen, dann wird es wahrscheinlich crashen. Und sie haben sich dann zurückgezogen und mal wild gebrainstormt und haben sich dann entschieden, okay, das, was wir wollen, das steht eigentlich im Scrum Guide, und haben sich dann relativ fix entschieden, dass sie die komplette Arbeitsweise sehr radikal auf Scrum umstellen, haben das binnen 1 Monats gemacht, alle Teams auf Scrum umgestellt, geschult etc. Und seitdem sind die in einer permanenten Weiterentwicklung im Prinzip. Sehr radikaler Weg, wie wir finden, hat auch seine Vor- und Nachteile, aber auch ein sehr, sehr beeindruckender Weg. Ich habe einfach mal hier auf den Folien ein Zitat mitgebracht. Das könnt ihr euch jetzt durchlesen, das könnt ihr euch später nochmal durchlesen. Also ihr bekommt von uns alle Materialien, die wir so zusammengesucht haben, natürlich auch nochmal mit. Genau, und was wir so an Eindrücken von Sipgate noch mitgenommen haben, das kommt dann gleich nochmal, wenn wir so ein bisschen in die einzelnen Impressionen tiefer reingehen. Insofern so viel erstmal dazu, und damit switchen wir weiter zur
KU Löwen. Ja, vielen Dank, Nicole. Ich will kurz vorstellen, was wir an der KU Löwen erlebt haben, die Katholische Universität Löwen. Dort waren wir im Januar 2020, noch vor Corona. Wir haben uns dort mit dem Direktor der Research and Development Abteilung unterhalten, Konrad de Backere. Und er hat uns erzählt, wie sich die Universität Löwen in tatsächlich den letzten 50 Jahren, so lange hat dieser Prozess gedauert, zu einer der innovativsten und forschungsstärksten Universitäten Europas entwickelt hat. Auch hier war interessant, dass die Veränderung wieder durch eine Krise angestoßen wurde, nämlich dass halt die Mittel gekürzt wurden und große Mengen Drittmittel eingeworben werden müssten. Man musste sich einfach komplett neu aufstellen, um die Universität weiter zu finanzieren. Es wird inzwischen an der KU Löwen in allen Bereichen voll auf Entrepreneurship fokussiert. Das geht so weit, dass in den einzelnen Fachbereichen Innovationsscouts vor Ort sind, die aktiv nach Innovation, nach Forschungsinnovationen suchen und versuchen, gemeinsam mit den Forschenden und den Wissenschaftlern diese Innovationen auf den Markt zu bringen. Und gerade frisch aufgelegt haben sie sogar auch schon ein Programm, um unternehmerische Kompetenzen den Studierenden zu vermitteln und mit auf den Weg zu geben. KIK heißt dieses Projekt, ist auch im Internet nachlesbar. Es wird wirklich von Anfang an und schon auch in der Lehre versucht, unternehmerisches Denken in die Köpfe der Angehörigen der Hochschule zu bringen. An der KU Löwen haben wir nicht nur mit dem Direktor der Forschungsabteilung gesprochen, die da zentral aufgehängt ist, sondern haben auch unterschiedliche Statusebenen mit Personen aus unterschiedlichen Statusebenen gesprochen. Das hier war Rüdi Kölvers, der Leiter der Abteilung Spin-off und Innovation. Mit dieser ganzen Geschichte an der KU Löwen ist natürlich auch ein bisschen Glück verbunden. In der Mitte sieht man ein Blockbuster-Medikament, was in den 90ern an der KU Löwen entdeckt wurde und auf den Markt gebracht wurde. Und tatsächlich hat dieses Blockbuster-Medikament so viel Erträge erwirtschaftet und wieder Finanzen zurückgespült in die Universität und Forschungsabteilung der KU Löwen, sodass eben ein gewisses finanzielles Polster da ist, aus dem jetzt wieder neue Innovationen gefördert werden. Was auch aufgefallen ist, sobald man in die Räumlichkeiten hineinkommt, geht man einer Galerie vorbei von Innovationen, die aus der KU Löwen stammen. Hier ein Beispiel dieser Glaskasten. Herr de Backere hat auch gesagt, zu der Innovation und zu der Innovationskultur gehört auch die Sichtbarkeit dieser Innovationen und dass man ein Storytelling betreibt. Dann übergebe ich jetzt an Annabelle. Genau. Dritter Partner oder dritte Institution, die wir besucht haben, war das D-Lab. Das ist das Innovationslabor der Deutschen Bahn. Inzwischen ist es Teil vom Customer Experience Management. Und die verstehen sich als Vordenker und gleichzeitig Entwicklungspartner für Produktinnovationen an der Schnittstelle zu den Fahrgästen. Das heißt, da ist auch beispielsweise der Kundenbeirat angedockt. Und die machen einfach auch, wie gesagt, Usability-Tests, Customer Experience Lab. Genau, die haben sich gegründet, ähnlich wie, was wir schon gemerkt haben, aus einer Drucksituation heraus. Die haben 2014 gab es die Initiative Mobilität 4.0 und die ist eigentlich entstanden, weil es Druck gegeben hat von verschiedenen Seiten. Zum einen, der Fernverkehr war nicht mehr so das Wahre, da gab es große Herausforderungen. Die Fernbusse kamen auf den Markt und es war klar, das musste sich irgendwas ändern. Und am Ende ist eben diese große Initiative dabei rausgekommen, die sich Gedanken darüber gemacht hat, wie die Bahn innovativer werden könnte. Und da ist relativ schnell deutlich geworden, dass es eine Instanz braucht, die nochmal stärker die Wünsche und Bedarfe der Kundinnen und Kunden ergründet und erlebbar macht. Und das war eben das D-Lab. Damals waren die noch eine reine Unterstützung für die Fachbereiche, die es eben in den Bahnunternehmen auch gibt. Und Sie haben gesagt in unserem Gespräch, drei Werte haben sich herauskristallisiert, nämlich, machst du nochmal ganz kurz zurück, Pioniergeist, Authentizität und Leidenschaft. Und das versuchen die auch zu leben mit allem, was sie haben und eben im Fokus stehen Produkt- und Service-Innovation.
Und methodisch sind die eigentlich ganz offen vorgegangen. Sie haben gesagt, sie arbeiten nicht streng nach Scrum, aber sie machen schon auch Sprints und sie arbeiten mit Methoden aus Design Thinking. Jetzt einmal bitte weiter. Genau, man sieht da schon an den Räumlichkeiten, dass die diese Kultur auch sehr leben. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten des Austauschs, dann aber auch Rückzugsmöglichkeiten und es wird einfach super viel ausprobiert. Ganz, ganz, ja genau, also es gab Räume, da gab es Laborsituationen, wo die wirklich mit Personen Oberflächen getestet haben von Fahrgastinformationssystemen, aber es gibt genauso gut eben Räumlichkeiten, wo man sich als Team auch gut gehen lassen kann. Genau. Machst du noch eine Folie weiter, bitte? Genau, da gibt es nochmal, wie ihr seht, nochmal Arbeitsräume, aber auch eine Bar, wo man sich Kaffee und Getränke holen kann. Genau. Und auch da war es so, die haben gesagt, sie sind innerhalb, also ihre Entwicklung hat 3 Stufen durchlaufen. Zum einen haben sie gesagt, okay, zuerst mal musste es den Frust geben, damit, dass es überhaupt eine Bereitschaft zum Wandel gab. Nur allein aufgrund von der Idee, wir müssen hier mal was ändern, hätte es in dem Unternehmen zu nichts geführt. Also es brauchte wirklich diese Drucksituation am Anfang. Dann war der zweite Schritt, dass sie gesagt haben, eine wichtige Person im Konzern muss sagen, ich bin dieses Gesicht für den Wandel und die Person muss es auch vorleben und eben nicht nur sagen. Das heißt, da haben die schon mit einer relativ hohen Flughöhe angesetzt und versucht, möglichst auch aus dem Vorstand Leute an sich zu binden, die dann auch eine Innovationskultur nach außen repräsentiert haben. In den Vorstandssitzungen war immer ein Coach dabei, der permanent an die Zielsetzung erinnert hat. Und das haben die auch übernommen. Und das fanden wir einen ganz, ganz spannenden Aspekt, dass in deren Meetings immer eine Person dabei ist, die gar nicht eine inhaltliche Rolle hat, sondern immer nur fragt, was sind eure Ansprüche? Was hat das mit eurer Vision zu tun? Was bedeutet dieses Thema jetzt für eure Kunden? Was ist euer Auftrag? Und der dritte Schritt war, dass sie gesagt haben, okay, als drittes gehen wir ins Doing. Jetzt werden die Dinge konkret geändert. Und da gehörte einerseits dazu, dass man sich plötzlich geduzt hat, auch über Hierarchieebenen hinweg, was einfach früher auch nicht möglich gewesen war. Dass man, hier stehen jetzt so banale Sachen, Austauschen von PowerPoint zwischen den Geschäftsfeldern erlaubt war. Und ich meine, das kennen wir aus unseren Hochschulbereichen auch immer, dass genau das auch ein Punkt ist, wo wir uns wiedererkennen und sagen, ja, okay, so eine praktisch Überspringen von Hierarchieebenen, das gehört eben auch zu einer Kultur dazu, die es zumindest an vielen unserer Hochschulen und Einrichtungen vorher nicht gegeben hatte. Genau, ich glaube, damit bin ich durch mit D-Lab. Genau. Wir haben dann alle unsere Besuche natürlich verschriftlicht und wir haben Beiträge dazu geschrieben und wir haben so ein bisschen uns die Wortwolken angeguckt und wir haben gesagt, über alle Bereiche hinweg, über alle Institutionen, die wir besucht haben hinweg, sind es im Wesentlichen diese Schlagworte, die wir entdeckt haben, die zu einer Innovationskultur beitragen. Das eine ist Transparenz, dann Vertrauen und Mut, Freiräume, eine Art von Entrepreneurship und Kommunikation. Und wir haben festgestellt, dass wenn diese Aspekte erfüllt sind, dass es dann auch innovativ an den Einrichtungen zugeht. Wir würden euch deswegen gerne jetzt einmal genauer erläutern, was wir damit jeweils meinen. Ich glaube, Nicole ist die Nächste für Transparenz, stimmt das? Ja, übernehme ich. Okay. Genau, wir würden jetzt gern zu den einzelnen Schlagworten euch darstellen, wie uns die aufgefallen sind in den einzelnen Unternehmen und Organisationen. Beginnend mit Transparenz. Bei Zipgate ist Transparenz eigentlich schon total offensichtlich durch die Architektur aufgefallen. Die Teambüros hatten alle Glaswände, sodass man hineinschauen konnte. Die gesamte Architektur war auf Transparenz ausgerichtet. Also ein unglaubliches Statement für Transparenz, wenn jemand, eine Person in die Räumlichkeiten von Zipgate hineinkommt. Dann geteiltes Wissen, also eine Offenheit des Wissens. Bei Zipgate wurden regelmäßig sogenannte Open Fridays durchgeführt. Das waren Nachmittage, Freitags, die den Mitarbeiterinnen zur freien Verfügung standen. Man hat sich dann am Nachmittag zusammengesetzt
und hatte die Möglichkeit, einerseits zum Beispiel von Fortbildungen oder Reisen zu berichten, aber auch an gemeinsamen Themen zu arbeiten, komplett ungesteuert von der Führungsebene. Und dort wurde eben in großem Maße, wurden dort Erfahrungen und Gelerntes geteilt. Transparenz bedeutet bei Zipgate aber auch eine Öffnung nach außen. Es wurden vor Corona tausende Besucher durch die Räumlichkeiten von Zipgate geführt. Das heißt, es ist ein offenes Haus. Wenn man dort anruft und fragt, kann ich da mal vorbeikommen, dann ist das kein Problem. Dann wird man eingeladen und kann an entsprechenden Events dort Workshops auch teilnehmen und kriegt einen guten Einblick in das Unternehmen. Und Transparenz, auch durchaus schonungslos, zeigt sich zum Beispiel an der Offenlegung aller Gehälter der Mitarbeiterinnen. Da hat man sich zu entschieden und das fängt wirklich vom Geschäftsführer an und geht bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter der Organisation. Wo ist uns Transparenz an der KU Leuven aufgefallen? Ein wichtiger Punkt ist eben die Sichtbarkeit der Erfolge hier nach innen und außen. Nach innen, Herr de Backer hat klargemacht, dass erst durch die Sichtbarkeit der Erfolge eine gewisse Sogwirkung auch erzeugt wird, die diese Innovationskultur in alle Bereiche der Universität halt hineinträgt. Das heißt, das ist die Innenwirkung der Transparenz, aber natürlich auch die Außenwirkung. Das bedeutet diese Glaskästen im Flur der KU Leuven oder auch der Wunsch, hier wirklich nach außen die Rahmenbedingungen auch politisch inzwischen zu gestalten und Einfluss auf die Politik zu nehmen. Das Ganze wurde an der KU Leuven allerdings noch stark unterstützt, indem gerade die interdisziplinäre Vernetzung und der informelle Austausch zwischen den Abteilungen und zwischen den einzelnen Fachkulturen sehr stark gefördert wurde. Im D-Lab ist uns Transparenz auf einer etwas anderen Ebene vor allem begegnet, nämlich die Transparenz im Team. Das Team ist sehr, sehr eng zusammengerückt und auch hier haben wir eine sehr schonungslose Transparenz und Offenheit zwischen den Teammitgliedern. Es wurden tatsächlich zu Beginn im Team Persönlichkeitstests durchgeführt und das Team hat sich über die individuellen Eigenschaften jeder einzelnen Person ausgetauscht. In Team-Retros wurden diese Eigenschaften, die jeder mitbringt in das Team, sehr offen besprochen und durchaus eben auch mal kritisch wurden die einzelnen Teammitglieder an die Hand genommen und versucht, in Form der Zusammenarbeit zu bringen. Und erst nach 4 Jahren ist wirklich auch in diesem relativ kleinen Team eine Kultur der Zusammenarbeit entstanden. Ich mache mal weiter mit den Begriffen Vertrauen und Mut. Auch da haben wir gesehen, in allen Institutionen waren das wesentliche Aspekte. Ich fange mal an mit dem D-Lab. Da haben die gesagt, naja, also wir waren früher immer die freien Radikalen, die alles Mögliche ausprobieren durften. Und jetzt sind wir aber nicht nur die Gegen-Challenger, sondern jetzt durften wir in eine strategische Mitverantwortung gehen. Das heißt, da gab es ein gewisses Vertrauensvorschuss auch des Vorstands in das D-Lab, da auch mehr Verantwortlichkeit zu geben. Das ist dann hier unter Mut von Unternehmensleitung auch zusammengefasst. Vorher war es eben so, dass es sehr, sehr starke Silos gab. Inzwischen wird die Zusammenarbeit besser. Customer Experience und Innovation Board sind zusammengefügt worden. Und durch diese Customer Insight gibt es Marktforschung über Kunden. Das heißt, da hat es eben Mut von der Unternehmensleitung gegeben, aber auch Vertrauen in die Einrichtung des D-Labs. Und im D-Lab selber haben sie gesagt, wir brauchen hier auch den Mut, um mal Projekte abzulehnen und das auch zu begründen. Also Projekte heißt bei denen immer firmenintern. Das heißt, der Vorstand kommt mit irgendeiner Idee und sagt, hier macht uns doch mal dann Customer Experience Management oder guckt mal, wie das bei den Kunden ankommt. Und da haben die gesagt, naja, wir haben jetzt auch, dadurch, dass wir jetzt so gut aufgestellt sind, auch mal den Mut, was abzulehnen und zu sagen, naja, wir sind jetzt eben nicht nur beim Produktmanagement angesiedelt, wir wollen nicht nur als Zeptereinheit gesehen werden, sondern wir sind diejenigen, die mutigen Fragen stellen und auch durchaus mal kritisch gegenüber unserem eigenen Laden sind. Einmal weiter. Bei der KU Leuven war es weniger der Mutfaktor als der Vertrauensfaktor. Die haben gesagt, Vertrauen ist
ganz, ganz wichtig, weil immer, wenn man was Neues aufsetzt, gibt es immer Leute, die zweifeln. Und deswegen waren die ersten Jahre auch ziemlich hart. Und dann haben die Leute gemerkt, das hat funktioniert, als die ersten Produkte auf den Markt kamen. Bei der KU Löwen war es so, wie Tobias gerade schon gesagt hat, die hatten eben auch zu Beginn ihres Bestehens die Drucksituation, dass es nicht genug Mittel gab und die für alles selbst zuständig waren. Und haben dann ja auch gesagt, naja, mit der Zeit hat das dann eben die anderen Bereiche auch infiziert. Das haben sie auch noch vor Corona gesagt. Inzwischen wird man das wahrscheinlich ein bisschen sensibler benutzen. Und haben gesagt, wir haben praktisch was daneben gestellt. Und wir hatten damals den Mut zu sagen, okay, wir ändern nicht die Organisation als solche, aber wir stellen was daneben. Und wenn das groß genug ist oder so cool ist, dass das alle möglichen Leute dann eben auch für sich entdecken, dann kriegt das auch einen Impact. Und sie haben gesagt, naja, aber die Leute haben auch Angst vor dem Wandel gehabt. Aber sie sind eben nicht zum Mitmachen gezwungen worden, sondern genau wie ich gerade sagte, the spirit has infected the institution. Und diese Art von Risikokultur war eben nicht nur wichtig, weil es diese finanziellen Aspekte gab, sondern auch aufgrund der Autonomie, weil sie gesagt haben, nur so war das dann möglich, auch mit Unternehmen oder Forschungsgruppen zusammenzuarbeiten. Wäre man rein an die Hochschule gebunden gewesen, dann hätte man gar nicht so frei auch mit Wirtschaftspartnerinnen und Partnern agieren können. Nochmal weiter? Genau. Und bei Zipgate war es ganz lustig, weil zum Punkt Vertrauen haben die gesagt, naja, Vertrauen als solches kann es gar nicht geben. Was wir brauchen, ist Transparenz. Also was Nicole und Tobias jetzt auch gerade schon angesprochen haben. Die Leitung muss transparent machen, wonach und was man entscheidet. Das ist also keine Vertrauensfrage, sondern eine Transparenzfrage. Und sie haben gesagt, schon allein die Definition von Innovation ist, dass man den Mut haben muss, Dinge anzufangen und zu verändern und zuzulassen, dass man auch Fehler machen kann. Wie Nicole gerade schon gesagt hat, 2009 hatte die Unternehmensberatung, die damals bei Zipgate war, den Auftrag, Scrum einzuführen. Und dann haben sie wirklich von jetzt auf gleich gesagt, so, ab heute arbeitet ihr mit Scrum, das geht so und so. Und auch da gehörte natürlich ein gewisser Aspekt von Mut dazu, das dann einfach von jetzt auf gleich umzustellen. Und so ein bisschen erinnert mich das jetzt an Corona und die Hochschulen, wo dann auch von jetzt auf gleich gesagt wurde, so, ab heute macht ihr alles digital. Und wir haben gesagt, früher haben wir von der Software ausgedacht. Und die waren damit nicht unerfolgreich, das muss man auch sagen. Aber sie wollten eben noch mehr erreichen. Und heute arbeiten sie nur noch nach dem Pull-Prinzip. Dann kriegen, also die Kundenbedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Die Leute, die Kunden betreuen, bekommen mit, was die Bedürfnisse sind. Gut. Freiräume. Okay. Dann übernehme ich mal mit den Freiräumen durchaus auch für das Recruiting. Also die damit unterstützen, sage ich mal, die das sind aber nicht die Personen, die Auswahl treffen, sondern die Auswahl, die Stellenausschreibung, das macht komplett das Team, in dem diese Person später eingestellt werden soll. Und dieses Team entscheidet auch darüber, wir brauchen jetzt hier noch eine Kompetenz, wir brauchen noch eine Person oder auch nicht. Es liegt alles in Teamhand und kein anderer macht sich Gedanken darüber. Natürlich muss das Ganze irgendwie finanziell abgesichert werden, aber auch diese Verantwortung trägt das Team letzten Endes. Freie Wahl bei Weiterbildung ohne Budgetgrenzen. Letztlich, Weiterbildung ist ganz wichtig, um irgendwie sich fortzubewegen. Das muss ich hier in der Hochschul-Community niemandem erzählen. Das Schöne ist, dort wird nicht kontrolliert, an was ich teilnehme, sondern bei Zipgate gibt es ein Board, da hänge ich irgendwie hin, ich bin an diesem und jenem Thema interessiert, ich möchte dort und dorthin fahren. Möchte vielleicht noch jemand mit, und für alle ist es dann hinterher transparent, wer wo teilgenommen hat, so dass Informationen auch wieder untereinander geteilt werden kann. Aber ich selber habe halt auch die Möglichkeit, eigentlich an allen Themen teilzunehmen. Und so kommt es, dass Entwickler sich beispielsweise für Themen wie gewaltfreie Kommunikation interessieren und an entsprechenden Seminaren teilnehmen, wo man erstmal sagen würde, okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn man genauer hinschaut, sehr, sehr viel. Aber so per se, wenn andere fremde Personen drüber entscheiden und vielleicht auch noch aufs Geld gucken, dann mag das erstmal verwirrend erscheinen. Zipgate ist so ausgelegt, dass sie eine freie Kultur haben, dass sie sagen, okay, unsere Mitarbeiter, die sollen hier gut arbeiten können. Es gibt auch durch Kita-Streiks vor Corona schon natürlich immer wieder Probleme mit Kindern oder auch in Ferien. Die Kinderbetreuung ist schwierig. Deswegen ist es möglich, auch Kinder mit
zu bringen. Das geht prinzipiell an jedem Arbeitstag. In den Ferien gucken Sie auch, dass Sie eine entsprechende Kinderbetreuung noch dort vor Ort haben. Sie haben ein eigenes Zimmer, wo die Kids sein können, aber letzten Endes, die dürfen auch in allen anderen Büros sein. Hunde sind dort auch erlaubt. Also auch das wird irgendwie sehr offen gelebt und stellt aus unserer Sicht einen Freiraum dar. Sie leben den Satz, den haben wir, glaube ich, alle schon sehr häufig gehört, geht auf Samuel Beckett zurück, fail often, fail early. Das möchte ich gar nicht weiter erläutern. Es ist gelebte Praxis dort. Und das haben wir in den Besuchen, also ich war schon mehrfach bei Sipgate, ich habe es immer wieder erlebt. Und das ist großartig, wie diese Kultur irgendwie auch so rüberschwappt. Ja, und dann last but not least, man kennt das Instrument der Jahresgespräche, Mitarbeitergespräche, die einmal im Jahr geführt werden, in der Regel von Führungskraft zu Mitarbeitenden. Das Problem dabei ist, dass da ein Feedback von einer Person auf die andere gegeben werden soll, die aber eigentlich gar nicht so eng tagtäglich miteinander zusammenarbeiten. Viel besser kann das Feedback natürlich erfolgen, wenn ein Peer-Feedback erfolgt, weil da wird es wirklich von den Personen gegeben, die unmittelbar miteinander zusammenarbeiten. Also auch hier wird wieder Verantwortung auf das Team übergeben, ein Freiraum geschaffen für das Team, was sich in Form der Peer-Feedbacks darstellt. So, in Löwen haben wir Freiheit wahrgenommen. Ja, das Zitat, was wir uns gemerkt haben, Freedom to do so. Also die Autonomie in den 70er Jahren tatsächlich einfach jetzt neu durchstarten zu können. Also schon ein bisschen aus der Situation heraus, dass Gelder fehlten, also diesen Auslöser, den hat Tobias eben schon dargestellt, aber dann auch die Freiheit zu haben, okay, wir können jetzt etwas anderes machen, wir werben uns Drittmittel ein und das Schöne daran ist, ein Großteil dieser Drittmittel, der ist auch tatsächlich an die Lehrstühle zurückgeflossen oder an die Stellen zurückgeflossen, die auch eingeworben haben. Also das ist nicht irgendwie alles in dem Unitopf gelandet, sondern da floss auch immer was zurück, was natürlich die entsprechende Motivation auch vergrößert hat. Genau, auf das Thema Entrepreneurship ist Tobias eben auch schon einmal kurz eingegangen. Ganz zu Beginn haben Sie festgestellt, es ist schwierig, insbesondere die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Hochschule mitzuziehen. Deswegen sind Sie ganz bewusst auf die Studierenden gegangen und haben gesagt, okay, dann ziehen wir die jetzt mit und über die haben wir einen Anker, um dann wieder die Innovation in die Hochschule reinzubekommen und haben Studierende zu Entrepreneurial Activities animiert. Ja. Eine weitere Freiheit, die wir wahrgenommen haben, ist Freiheit, den Markt zu beobachten. Das mag erstmal gar nicht verwunderlich klingen, aber wichtig ist es natürlich tatsächlich auch die Zeit zu haben, nach außen zu blicken, zu gucken, was tut da und wie können wir uns dazu auch entsprechend ausrichten und dann entsprechend auch innovativ werden. Also irgendwie ist es auch wieder eine Form von Kundensicht ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich gucke mir schon an, okay, für wen ist das eigentlich, für den wir auch hier etwas entwickeln wollen, erfinden wollen, wie auch immer das im Rahmen von Forschung dann gut ausgedrückt sein soll. Ja, Ziele werden selbst gesetzt und an die eigenen Erwartungen angepasst. Mag eine vermeintlich Selbstverständlichkeit sein, ist es aber häufig nicht. Letzten Endes ist die gelebte Praxis, das Ziel wird vorgegeben, also wo soll es hingehen, kann selbstständig ausgewählt werden und die Teams werden auch entsprechend eigenständig zusammengesetzt. Beim D-Lab, jetzt darfst du blättern, genau, danke, hat Annabelle eben schon ein paar wunderbare Fotos gezeigt, maximale Freiheit bei der Raumgestaltung, also an allen drei Orten, ach nee, in Löwen nicht ganz so sehr, aber Sipgate und D-Lab sind wir auf jeden Fall auch von den Räumlichkeiten sehr überrascht gewesen, beziehungsweise sie strahlen einfach Innovationen schon aus oder irgendwie eine andere Kultur. Das haben wir hier halt auch nochmal in einer sehr extremen Form gesehen, wie ihr auch den Fotos vorhin schon entnehmen konntet. Als das D-Lab gestartet ist, da sind sie als eine Allianz der Willigen gestartet, beziehungsweise sind auch mit kleinen Teams gestartet, die von dem, was an sie herangetragen wurde, eine völlig freie Wahl hatten, was sie davon annehmen, wie sie es annehmen und was auch nicht. Also da gab es keine Vorgaben von oben, sondern die durften eigentlich frei machen und haben sich dementsprechend auch
ich sag mal böse, jetzt auch so ein bisschen die Spaßprojekte rausgesucht, aber mit einer guten Absicht dahinter. Und das hat das Ganze halt auch entsprechend befördert. Freie Einteilung der Arbeitszeit meint, dass sie sehr krass damit umgehen, wie an Sitzungen teilgenommen wird und wie nicht. Sitzungen fangen pünktlich an. Wer nicht da ist, der ist nicht da. Letzten Endes kann ich aber auch als Person immer selbst entscheiden, ist das wichtig, dass ich an dieser Sitzung teilnehme oder nicht. Und sie vertrauen darauf, dass diejenigen, die etwas zu der Sitzung beizutragen haben, auch tatsächlich anwesend sein werden. Es wird nichts wiederholt, wenn man zu spät kommt oder ähnliches. Damit hat man aber sehr effektive Meetings letzten Endes. Also insofern, ja, eine Freiheit, die ich mir persönlich nehmen kann und die sich aber letzten Endes auch wieder aufs Team ausstrahlt oder auswirkt. Und Freiheit darüber, wie ein Ziel erreicht wird, das ist der Punkt, den ich eben auch bei Löwen schon mal kurz erwähnt habe. Insofern, ja, gebe ich mal weiter. Nicole, bevor wir weitermachen, es gab ein paar Rückfragen im Chat, gerade in Bezug auf die Fehlerkultur. Da wurde nochmal gesagt, Peter Englund hat zum Beispiel gesagt, naja, eigentlich müsste es eher Lernkultur heißen, weil man lernt aus den Fehlern, die man eben sowieso macht und die man immer machen wird, wenn man das ausprobiert. Und daraufhin hat Kira Castell nochmal geantwortet, ja, weil wenn man es Lernkultur nennt, wird noch deutlicher, dass es eben auch widersprüchlich ist, dass gerade Hochschulen das so schwer umsetzen können und dass es da auch Weiterbildung braucht. Und dann gab es noch weitere Punkte, wo ich sagen würde, die nehmen wir vielleicht lieber hinterher nochmal mit in die Diskussion. Aber vielleicht gerade zu diesen beiden Sachen, Nicole, vielleicht hast du da nochmal eine Rückmeldung zu. Ich würde das jetzt absolut unterstreichen wollen, irgendwie. Also klar, eine Fehlerkultur sollte tatsächlich eigentlich eine Lernkultur sein, weil darum geht es. Das ist das Ziel, dass wir lernen, dass wir uns weiterentwickeln. Also Weiterentwicklungskultur könnte es auch schon fast heißen, ne? Aber ich glaube, damit sehr schön nochmal herausgegriffen, worum es tatsächlich geht. Fehlerkultur zieht vielleicht nochmal ein bisschen darauf ab, auch keine Angst vor Fehlern zu haben. Insofern, also ich würde den Begriff noch nicht komplett streichen wollen. Ich finde ihn weiterhin wichtig. So haben wir es auch wahrgenommen, weil es geht auch darum, Fehler bewusst auch machen zu dürfen. Diese Freiheiten halt auch zu haben. Sie gehören dazu, damit wir lernen können, damit wir uns weiterentwickeln können. Sonst bleiben wir irgendwo stecken. Vielleicht als gutes Beispiel da von Zipgate die Fuck-Up-Nights, wo einfach die eigenen Fehler halt präsentiert werden mit einem Augenzwinkern. Eben als Lernanlässe genommen werden. Genau. Okay, ich würde hier übernehmen für das Thema Intrapreneurship. Kurz zum Begriff. Intrapreneurship ist sozusagen das unternehmerische Denken innerhalb einer Organisation, nicht sozusagen die Gründung eines neuen Unternehmens. Dieses Intrapreneurship ist natürlich vor allem an der KU Löwen aufgefallen, wo wirklich Produkte nachher marktreif oder Innovationen marktreif auf den Markt, Produkte marktreif gemacht werden und vertrieben werden sollen. Ein Satz, der uns, glaube ich, im Kopf geblieben ist, ist von Herrn Debacre der Satz, you have to create your own expectations. Das heißt, es wird nicht so sehr gefordert, sondern jeder Einzelne ist aufgerufen, seine eigenen Erwartungen und Ziele zu stecken und diese zu verfolgen. Und eigentlich hatten wir diesen Begriff Intrapreneurship auch direkt kombiniert mit einer Selbstverantwortung. Die gehört halt unserer Meinung nach dazu, zu diesem unternehmerischen Handeln. Das heißt, man übernimmt halt auch die Verantwortung für diese eigenen Erwartungen, die man sich selber gesetzt hat. Das klang eben auch schon an mit der Fehlerkultur. Dafür ist es natürlich wichtig, dass Ängste, dass man irgendwie einen drüber kriegt, wenn man mal einen Fehler macht, dass die halt abgebaut werden müssen. Das heißt, es muss die Chance da sein, dass man scheitert, aber halt trotzdem dann einfach weitermachen darf und nicht dadurch irgendwie irgendwelche negativen Folgen befürchten muss. Hängt natürlich ganz, ganz eng zusammen mit Transparenz und Vertrauen zwischen den einzelnen Statusebenen. Ein Zitat von Konrad Debacre, um auch diese Selbstverantwortung zu zeigen und dann die Wirkung auf die intrinsische Motivation. Freedom to do things and to do things you're interested in. When people are allowed to do so, they become engaged.
Dadurch entsteht die intrinsische Motivation, sich einzusetzen für neue innovative Sachen. Und da hatte ich auch schon eben erwähnt, die Success Stories. Eigentlich ist es egal, in welches innovative Unternehmen man kommt. Wenn man in diese Unternehmen hereinkommt, wird sofort der Erfolg vermittelt. Diese Innovation, die wird versucht zu transportieren, auch nach außen. Kommunikation und Framing ist wichtig, wie schon eben gesagt, um nach innen zu wirken, um da weiterhin diese Innovation anzuregen und nach außen auch ein Framing halt zu erreichen und das positiv zu besetzen. Bei Zipgate, Nicole ist da schon sehr viel drauf eingegangen, haben wir dieses unternehmerische Handeln vor allem in den frei agierenden, agilen Teams, die eben sehr, sehr viel Möglichkeiten und Freiräume haben und dadurch wirklich selbstständig unternehmerisch handeln können, selbstverantwortlich. Sie können selber ihre Mitarbeiter und Kolleginnen aussuchen. Fortbildungsbudgets sind im Team zu verhandeln. Dadurch wird eine Produktidentifikation geschaffen und natürlich auch eine Übernahme von Verantwortung hervorgerufen. Beim D-Lab ist Intrapreneurship vor allem auch die Übernahme von Verantwortung und die aber erst aus einem Vertrauen heraus erfolgen kann. Also erst nachdem sich das D-Lab mit erfolgreichen Projekten innerhalb des Konzerns seine Sporen verdient hat, wurde diesem D-Lab auch das Vertrauen entgegengebracht von einerseits der Leitung des Konzerns als auch den anderen Bereichen des Konzerns. Und daraus erfolgt dann die Verantwortung die Möglichkeit halt selber Projekte auszuwählen, ob sie angenommen werden oder nicht. Vielleicht noch hier den Satz, ich glaube, Annabelle hat Ihnen schon gesagt, wir waren die freien Radikalen, die einiges ausprobieren durften und jetzt sind wir nicht nur die Gegen-Challenger, sondern dürfen halt in die strategische Mitverantwortung gehen. Dann übergebe ich zum Thema Kommunikation. Dankeschön. Also Kommunikation im D-Lab würde ich jetzt einmal kurz aufzeigen, wie das bei denen insgesamt läuft. Also die haben gesagt, dass die Kultur hat sich insgesamt zu einer aufgeschlosseneren Zusammenarbeit verändert, in der eben auch Augenhöhe wichtig ist. Und sie haben das konkret daran festgemacht, bis vor 10 Jahren waren Kunden noch Beförderungsfälle und inzwischen sind es eben Kundinnen und Kunden. Und deswegen binden die ja auch den Kundenbeirat ganz, ganz stark an diese Abteilung ein. Intern ist es so, bei Meetings können alle Themen setzen und die machen die Unterscheidung zwischen dringend und wichtig, wichtig oder dringend. Also es gibt diese drei Arten von Meetings und auch da ist es, wie Nicole schon gesagt hat, jeder Person freigestellt, ob sie an den Meetings teilnimmt oder nicht. Das muss sie für sich selber entscheiden. Wichtig ist aber dann auch nochmal, sie wird dann nicht abgeholt. Also wenn sie entscheidet, sie kommt nicht zu dem Meeting, dann kriegt sie auch kein Briefing. Also es ist sozusagen wirklich alles in Eigenverantwortung. So, und dann unterscheiden sie auch nochmal zwischen verschiedenen Themenbereichen, nämlich Neuigkeiten, Arbeitsstände, Entscheidungen und Planung und Diskussion. Und die sagen natürlich, jedes dieser Themenfelder hat unterschiedliche Methoden und unterschiedliche Zyklen. Und deswegen kann man die Kommunikation gar nicht richtig machen, weil jeder Typ will es anders. Und das hat so ein bisschen mit dem zu tun, was Tobias vorhin gesagt hat. Die haben halt so Personas erstellt von sich selber. Und dann gibt es natürlich Leute, die einfach sozusagen auf ihrem Persona stehen haben, ist eher ein introvertierter Mensch, hört gerne zu, aber redet nicht gern viel. Und deswegen, dem werden die halt einfach auch total gerecht. Und dann ist es eben kein Zwang, dass jemand, der nicht gern redet, dauernd irgendwelche Vorträge halten muss, sondern die machen das eben auch so, wie es ihnen entspricht. Einmal weiter, bitte. In Löwen haben Sie gesagt, ein großer Teil der Kommunikation hat damit zu tun, dass man eben Kolleginnen und Kollegen einbezieht, die sich beteiligen wollen. Die haben gesagt, naja, die Expertinnen und Experten von außerhalb, die verstehen ganz oft die Dynamiken und Kontexte an Universitäten nicht. Und ich glaube, das können wir ja auch alle unterschreiben. Außerdem würden Leute, die nicht diesen akademischen Blick haben, auch nochmal neue Perspektiven geben und nochmal den Horizont erweitern. Und dann haben sie verschiedene Methoden, wie sie innerhalb ihrer Einrichtung kommunizieren. Und zum Beispiel gibt es sowas wie ein Mittelmanagement in den zentralen Zentralbereichen, nenne ich es mal Central Services, heißt das bei denen.
Da gibt es verschiedene Veranstaltungsformate über allgemeine Themen oder auch Entwicklungen. Zum Beispiel solche zentralen Sachen wie Innovation Day oder Spin-off Day. Da kommen genau solche Aspekte vor, wie Tobias vorhin vorgestellt hat, mit welche tollen Produkte hat eigentlich die KU Löwen entwickelt, wofür haben wir Patente erworben, wer hat eigentlich daran mitgemacht, woran wollen wir uns noch beteiligen, wie machen wir mit einer Produktentwicklung weiter und solchen Sachen. Und zum Punkt, wir haben immer gefragt am Ende, was würden Sie uns denn mitgeben als Hochschule, was Sie aus Ihrer Institution gelernt haben. Und da hat gerade bei der KU Löwen kam die Empfehlung, nehmen Sie sich auf jeden Fall Zeit für die Kommunikation. Sie haben gesagt, bring the message and supported by innovation structures by the university management. Also auch da, es muss so eine Mischung geben aus Bottom-up und Top-down. Zum einen natürlich müssen die Themen Bottom-up umgesetzt werden und passieren und es sollen möglichst viele Leute mitgenommen werden. Gleichzeitig braucht es aber auch von oben Rückendeckung. Also die Hochschulleitung muss auch hinter diesen Entwicklungen stehen. Und wenn die sich verweigern, dann bringt auch das schönste Bottom-up-Modell nichts. Bei ZipGate war es so, die hatten lustigerweise komplette Kommunikationsprobleme, nachdem sie aus einem Großraumbüro umgezogen sind. Also zunächst haben sie alle in einem Großraumbüro gearbeitet und dann war klar, Sie brauchen eigentlich gar keine Kommunikationskultur in dem Sinn, weil sie können ja sowieso jetzt jeden und alle immer alles direkt fragen. Da gab es einfach sozusagen keinen Workaround, wie man gut miteinander kommuniziert, sondern es wurde einfach immer über den Tisch gebrüllt, so mehr oder weniger. Und dann sind sie in andere Räumlichkeiten gezogen und hatten plötzlich kleinere Büros und dann hat es sofort nicht mehr funktioniert. Und da haben sie dann angefangen, so eine Push-Pull-Diskussion zu führen. Und auch da war wieder der Punkt zu sagen, Kommunikation ist ein Baustein für gelingende Innovation. Dieses Fail-off und Fail-early, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Das kam eben von denen. Große Bedeutung hatte Feedback für alle, also im Sinne von sich gemeinsam nochmal an die Themenwand stellen, zu gucken, wer ist an welcher Stelle womit beschäftigt und dann auch untereinander Feedback zu geben. Es gibt dadurch eben eine extreme Transparenz der Aufgaben und Arbeitsfelder, auch viel, viel stärker, als ich bisher irgendwo gesehen habe. Und dann haben sie eben diesen Open Friday, den Nicole angesprochen hat, alle 2 Wochen. Und auch da sagen sie, Kommunikation und Transparenz sind das höchste Kulturgut.